Hey Leute, wir haben heute wieder ein neues Interview für euch, diesmal mit Janis Niebühner. Wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Anschauen. Also erstmal ganz herzlich willkommen in unserem Interview, Janis. Wie geht's dir denn gerade so in der Situation mit Corona und dem zweiten Lockdown? Kannst du kurz berichten? Sehr gut eigentlich. Also ich lebe in einer Blase eigentlich bei diesem. Also wo viele Leute da durchgehen, glaube ich, wirklich eine harte Zeit haben, hatte ich einfach Glück, im ersten Lockdown und jetzt auch im zweiten Lockdown arbeiten zu können weiterhin. Und das tut einem natürlich sehr gut. Man ist mit anderen Leuten, man ist an einem Ort, wo ständig getestet wird. Das heißt, es ist möglich, weiterhin zu arbeiten und auch weiterhin kreativ zu sein. Da komme ich gerade her und deshalb geht es mir, Gott sei Dank, im Vergleich zu vielen anderen leider sehr gut. Okay. Du hast in der Vergangenheit ja bei sehr vielen verschiedenen Filmgenres mitgespielt. Was würdest du da sagen, was dein Lieblingsgenre war? Wahrscheinlich immer das, was ich gerade als letztes oder in dem Moment gemacht habe. Also weil man sich immer ja auch die Sachen ausgesucht hat als nächstes oder glücklich über die Sachen war, die was Neues für einen bedeutet haben. Ne? Wo man so auch ein bisschen dann aus dem Genre raus konnte, was man vorher vielleicht bedient hat mit einem Film. Und also deshalb, ich glaube, es ist immer die Abwechslung. Und wenn es jetzt gerade Polit-Thriller-Genre wäre, dann ist es vielleicht als nächstes wieder eine Komödie. Ne? Mal gucken. Oder was heißt wieder? So richtig viel Komödie habe ich ja auch noch nicht gemacht. Aber der Wechsel ist eigentlich das Schöne. Ja. Und würdest du sagen, dass es da eine Filmproduktion gibt, die dir bisher am meisten Spaß gemacht hat, beziehungsweise so sehr prägend für dich war? Ja, alle auch waren prägend für mich und für die jeweilige Zeit, in der sie stattgefunden haben. Und haben mich verändert auch so, dass ich dann wieder andere neue Dinge auch machen wollte oder für mich so definieren konnte, was ich machen will. Und am prägendsten waren jetzt, glaube ich, die letzten zwei Filme, die ich mit Christian Schwocho gemacht habe. Also letztes Jahr war das Just Wie Karl und dieses Jahr war das Munich, weil da so die ganze Arbeit nicht nur für mich als Schauspieler, sondern auch als Mitwirkender in ein Team zu kommen, wo alle massiv beteiligt sind. Und es ist total aktuell. Man hat aber auch nicht das Gefühl, man macht einen Film, der nur themenbezogen einem versucht, etwas beizubringen über eine bestimmte Sache, sondern es geht schon auch darum, Dinge zu verstehen oder die Welt verstehen zu wollen durch Charaktere. Und dafür recherchiert er ganz viel und man selber muss ganz viel recherchieren. Alle aus dem Team müssen eben ganz viel recherchieren und es gibt hohe Erwartungen an alle und alle wollen die erfüllen und das merkt man total. Und das war für mich, glaube ich, die zwei spannendsten oder prägendsten Projekte jetzt. Ja, voll interessant, voll cool. Was ist denn deine Technik, dich zu Beginn eines Drehs in eine Rolle reinzuversetzen und dann vor allem auch am Abend wieder rauszukommen, wenn du wieder nach Hause gehst? Ich habe bestimmt eine Technik auch. Und ich probiere unterschiedliche Schauspieltechniken aus. Ich habe immer einen Coach, mit dem ich arbeite, aber eigentlich versuche ich einfach, mich immer einzulassen auf, vor allem auf den Regisseur und auf das Team, mit dem ich arbeite, auf die Geschichte. Und die halten immer unterschiedliche Anforderungen für einen bereit. Ich glaube, das ist auch viel, was sich unbewusst abspielt. Aber natürlich, also um in die Rolle zu finden und um in die Thematik zu finden, lese ich so viel wie möglich darüber. Oder guck mir andere Filme an, die mich daran erinnern. Oder guck mir Dokumentationen an und unterhalte mich mit Leuten, die was darüber wissen. Achso, und sorry, dann habt ihr noch gefragt, wie ich rauskomme abends. Das ist auch, kann ich gar nicht sagen. Es ist auch nicht so, es ist ja nicht so, dass man, oder so sehr bin ich nicht Method Actor, dass ich ans Set gehe und die ganze Zeit der bin, den ich spiele. Ich bin es natürlich irgendwie, aber Ich tue mir mal schwer damit zu sagen, ich habe mich selbst verloren oder ich kann die Rolle nicht mehr ablegen, weil die Rolle wird ja immer in mir bleiben. So wie auch wenn ihr irgendwas erfahrt oder irgendeine intensive Zeit habt, nehmt ihr immer das mit,
was diese Zeit für euch bedeutet. Und das stellt man abends nicht ab und wahrscheinlich auch nicht nach dem Dreh, sondern hat es immer dabei irgendwie, Gott sei Dank. Cortex ist ja erst kürzlich im Kino erschienen. Hierbei spielst du einen Teil einer Affäre, also beziehungsweise dein Charakter ist Teil einer Affäre. Und du verfängst dich mit dem Hauptcharakter dann in so einer Art Schleife oder Wirrwarr aus Realwelt und Traumwelt. Wie war es denn für dich, in diese Rolle einzutauchen, im Prinzip in zwei Welten gleichzeitig zu spielen? Also das war besonders, vor allem, weil das Drehbuch so wahnsinnig kompliziert war, weil man das wirklich gelesen hat und ganz wenig wusste nach dem ersten Mal lesen, was da jetzt gerade passiert. Und nach dem eigentlichen Verstehen der Geschichte lässt dieser Film ganz viel Raum für jeden, sich zu überlegen, was bedeutet denn jetzt was? Und dass man sich wie als Zuschauer, der diesen Film guckt, einfach drauf einlässt, ohne alles verstehen zu wollen. Ich habe natürlich gewusst, wann ich wen spiele, wann ich in welcher Welt bin, wann ich im Traum und wann ich in der Realität bin. Und das hat aber nichts daran geändert. Also alleine dadurch kannte ich die Haltung, mit der jetzt die jeweilige Figur durch Traum oder Realität geht. Und und Traum und Realität haben sich ja eigentlich nicht unterschieden, weil du kannst ja auch, wenn du träumst, weißt ja auch nicht, dass du träumst, ne? Und bist, es geht auch immer irgendwie um, oder hast Angst vorm Tod trotzdem noch und weißt nicht, dass wenn du stirbst, du wieder aufwachst. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir gerade mal beim Thema Traumwelt sind, würdest du dann sagen, dass einer deiner Träume dir mal irgendwie in Erinnerung geblieben ist oder dich vielleicht geprägt hat? Es gibt einen Traum, den ich immer wieder hatte, so einen wiederkehrenden Albtraum, wo ich davongelaufen bin vor, weiß ich nicht, irgendwelchen Monstern oder irgendwem und durch so einen verlassenen Freizeitpark und dann bin ich auf so einen Turm. Die wurde immer noch verfolgt, geklettert und bin dann runtergesprungen und bin aus diesem Turm gefallen und sehe mich fallen und dann sehe ich mich aus der Decke rausfallen in meinem Bett und wach so auf. Und den hatte ich ganz oft, den Traum. Den hatte ich aber lange nicht mehr. Gott sei Dank, ich muss ihn auch nicht nochmal haben. Ich kenne den schon ganz gut. Kommen wir zu Kids Run. Das kommt ja bald in die Kinos. Kannst du kurz erklären, worum es denn da geht? In Kids Run geht es um einen jungen Vater von drei Kindern. Zwei leben bei ihm, das Jüngste nur immer mal wieder. Auch nicht in einem regelmäßigen Rhythmus, aber auf jeden Fall ist das die Jüngste, die Tochter seiner Ex-Freundin, die er immer noch liebt, die aber zusammen ist mit jemand Neuem und anderem, der ihr mehr Halt bieten kann. Und eigentlich ist es sein Weg, sie wieder zu erobern oder sie zurückzuerobern und gleichzeitig ein guter Vater für seine Kinder sein zu wollen. Ja, ihn macht besonders, dass er, glaube ich, auch nicht zu brechen ist in seiner Energie, die er hat für seine Kinder oder in der Liebe für Sonja. Und all das findet statt in einer sehr grauen, tristen Welt und trostlosen Welt. Findet das statt. Du musstest ja dort auch mit vielen Kindern und auch teilweise Babys zusammenarbeiten. War das für dich denn ungewohnt oder manchmal schwieriger oder hattest du die Erfahrung vorher schon? Nee, hatte ich nicht. Und es war auch ungewohnt, weil die kleine Sophia konnte, also war natürlich noch total Mama fokussiert und sobald sie dann bei jemandem von uns auf den Arm kam, hat sie erst mal geschrien und dann musste sie zur Mama, dann mussten wir warten und am Set muss ja eigentlich immer alles ganz schnell gehen. Aber dann gab es einen wundervollen Moment mit ihr, da bin ich auf dem Parkplatz und da habe ich die Kleine so auf dem Arm und da ist sie eingeschlafen auf meinen Arm. Und das war ganz besonders, weil die sich da, glaube ich, ab dem Moment war es dann entspannter oder war sie... war ich willkommener sozusagen. Und jetzt kommt unsere letzte Frage noch, die ist etwas besonders. Wenn du mit einer Person, egal ob tot oder lebendig oder vielleicht nie existent, einen Kaffee trinken könntest, wer wäre es und warum? Also, natürlich fallen einem viele ein, aber jetzt gerade habe ich nochmal die Doku über Ruth Ginsburg, heißt die so, oder Ginsburg, glaube ich, gesehen. Also das war, die saß im Supreme Court, ne, in Amerika und ist gestorben eben
kurz bevor jetzt die neue Wahl war. Und die war ganz besonders, glaube ich, einfach, weil die so auf eine ganz gute, smarte, kluge Art für die Rechte der Frauen gekämpft hat und aber auch immer betont hat, ich will nicht, dass wir mehr Rechte haben, sondern ich will, dass wir einfach die gleichen Rechte haben. Und dann eben vor so ganz vielen alten Männern, die alle für dieses damalige System standen, das wir auch immer noch haben, stand und dann gesagt hat, das waren für mich nie Feinde, sondern das waren, die waren eigentlich wie kleine Kinder, denen man was beibringen konnte. Und wenn dann aber da jemand ist, wo man gesehen hat, die ist da mit so einer Coolness durchgegangen und mit, einfach klug und indem sie die anderen eben nicht als Feinde gesehen hat, sondern als Menschen, denen sie was beibringen konnte, dann habe ich das gesehen und dachte, boah, das ist was, glaube ich, was man heute noch mehr braucht. Die, genau, mit der würde ich auf jeden Fall mal einen Kaffee trinken. Ja, voll die interessante Antwort. Also, ja. Sonst hört man immer nur so, ja, meine Oma oder irgendein Star, den man unbedingt... Ich auch. Super, dann vielen, vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Schönen und dann, Tag. Ja, danke noch und bleib gesund. Dir auch. Alles Gute. Ciao. Hey Leute. Hey Leute. Wir haben heute mal wieder eine. Hey Leute. Hey Leute. Okay, also Cortex ist, also, oh, jetzt hört mich meine Oma an. Hallo. Seine Haare und sein unfassbar gutes Aussehen, wie man schwer erkennen kann. Okay. Unschwer erkennen kann, meine ich natürlich. Das war unser Interview mit Janis Niewöhner und wir hoffen, er hatte dabei genauso viel Spaß. Alter, wie so eine Taube. Das war unser Interview mit Jan Alina. Das war unser Interview mit Janis Niewöhner und wir hoffen, ihr hattet dabei genauso viel Spaß wie wir. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wen wir als nächstes interviewen sollen. Lasst unserem Kanal ein kostenloses Like und Abo da und schaut auch gerne unsere letzten Interviews. Ciao! Bis dann.